So, schönen guten Morgen, Leute. Wir sind in der Nähe von Ulm und ihr erinnert euch an den Marc. Der Marc war der, der ihm die G-Klasse gezeigt hat. Wir waren da auf dem Bilster Berg, war alles schön und gut, aber du hast schon gemerkt, man hat eine Idee bekommen, der Marc ist anderes gewöhnt. Sag mal, bist du vollkommen irre? Komm, ich zeig dir mal was. Also, ich kenne ja mein Auto. Mach mal ein Fenster runter. Also, weißt du, du kannst hier schon noch wirklich spielen, okay? Ich will dir die Angst nehmen, verstehst du? Weißt du, da ist echt noch Platz in dem Ding. Wir haben also uns zusammen telefoniert. Jetzt bin ich hier in der Nähe von Ulm. Und das ist so sein Terrain. Und hier ist es ernst. Ja, man sieht auch die Spuren auf dem Boden. Man kriegt eine Idee. Hier ist Tempo am Bach. Hier geht es wirklich vorwärts. Und ich habe auch mega Lust. Und ich sehe ganz viele tolle Kfz schon um mich rumstehen, die alle so ein bisschen höher sind. Und so ein bisschen breiter sind. Und so ein bisschen länger sind. Und so ein bisschen leistungsstärker sind. Und der Marc und ich werden heute zusammen ohne Ende spielen. Spaß. Er wird mich wieder zum Heulen bringen, weil ich bin nämlich eine ganz kleine Heulsuse. Wenn es schräg wird, wenn es bergab geht, wenn es bergauf geht. Er wird Spaß haben, ich werde Spaß haben und mit Sicherheit werdet ihr auch Spaß haben. Und jetzt wollen wir den Marc mal, ich höre V8-Geblubber in der Ferne. Oh, oh, da kommt Marc. Du hast die Bremse sogar noch mal gelupft. Ja, klar. Ich habe im ersten Mal gedacht, das passt nicht. Alles gut. Schön, dich zu sehen, Bruder. Ja, ich freue mich auch. Ja. Guten Tag. Guten Tag. 6x6. Deine Fans haben es gewünscht. Das ist er? Ja, der war auch auf dem Schöckel. Der ist schon Schöckelblum. Da ist er. Beim letzten Mal war gut, heute richtiges Gelände. Bilsterberg war nett, war schön zu sehen. 100% Steigung war das Highlight. Aber hier ist schon ein bisschen mehr da. Und du weißt, vier Räder, okay, sechs, ja, ja, noch besser. Was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass du noch mehr spielen werden willst. Dafür ist es da. Hm. Das ist das große Spielchen für große Jungs. Ja, Gott sei Dank sind wir beide groß. Absolut. Wir steigen ein. Hast du Schiss? Ja. Dachte ich mir. Komm. Nimm Platz. Zieh mein Jäckchen eben aus. Kannst auch hinten Platz nehmen, hättest Einzelsitze, aber vorne links nein, ist natürlich nein, besser. Hinten ist für Kameramänner. Danke. Steig ein. Wo lang fahren wir? Fahren wir mal hier links raus. Müssen wir gucken, hier ist eine Kiesgruppe, vielleicht kriegen wir ein bisschen Gegenverkehr. Ihr seid da hinten angeschnallt. Marc, alles cool. Da ist sogar Verkehr. Was hast du bei dem Wort langsam nicht verstanden? Langsam? Ja, erstmal kennenlernen das Auto, ist ein bisschen anders, okay? Ihr sitzt hinten gut, Einzelsitze, ne? Ist besser als beim letzten Mal. Finde ich eigentlich auch sehr geil. Sitzt du gut? Sitzt du gut? Schauen wir noch, wie lange. Also ich merke, wenn ich in den Außenspiegel gucke, ja, da ist halt doch schon eine Menge Auto, ne? Das ist eine Menge im Auto. Roundabout 5,80 Meter. Du hast auch echt Carbon-Kotflügel dran, die sollten wir auch ganz lassen. Ja, das lassen wir natürlich ganz. Wäre wichtig, ja, wäre mein Ziel. Echt Carbon hin oder her. Ja, komm. Das Carbon ist auch nicht mehr, was man früher war. So ist es. Also das ist so ein kleines Warm-up, okay? Das Ding fährt man nachher schneller. Ja, genau. Das ist hier die Endstufe, das ist ein G6x6, der hat Bodenfreiheit, der hat alles. Mhm. Kannst du mal den Fuß ein bisschen von der Bremse machen, ein bisschen rollen. Dann fahren wir mal hier und dann gleich links, dann kommt so eine Schrägfahrt, das ist die Humane. Okay. Ah ja. Und jetzt fahren wir schon langsam, genießen. Kannst du ruhig nach oben fahren. Wenn es ein Auto gibt, erinnerst du dich noch an deine Frage, bist du dabei? Ja. Das ist schon ein bisschen was anderes. Aber gell? ganz kurz. Ja. Sechs Räder, das höhere Gewicht, hilft mir das jetzt? Das hilft dir. Und hält mich mehr, ne? Es drückt runter, das ist alles gut, es fühlt sich nur etwas höher an, weil du halt natürlich hier höher sitzt, aber das ist alles gut, das ist alles grüner Bereich. Ja, total, ganz grün. Das war jetzt viel mehr als ein Bild dabei. Ehrlich? Ja, klar. Kannst du mal sehen, ich werde langsam warm, ne? Ja, da fahren wir durch? Weiß ich noch nicht, probieren wir es halt mal. Wieso nicht, werde ich schon mal eine Sperre mitnehmen? Ist aber an sich kein Weg, ne? Das wissen wir beide. Das wissen wir beide, ja, dann drücken wir doch mal die Sperre 2. Ich weiß es auch noch nicht, aber mach mir jetzt mal wenig Sorgen. Jetzt wird's schon geil. Das ist jetzt, weil ich merke gerade, das ist kein Weg. Ich habe auch gedacht, das ist ein Weg. Ist wirklich keiner. Jetzt bin ich zusammen raus. Wir fahren. Ja. Oh, Traktion. Oh, unbegrenzt. Unbegrenzte Power. Ey, jetzt mal ohne Spaß, Marc. Ich hab gedacht, wir müssen. Guck mal, dass der Kieshaufen kommt. Das ist schön. Ich sehe das. Der ist doch schön. Ein Meter Höhe. Ist total geil. Oh. Absolut. Alles gut. So, Hinterachssperre raus. Fahren wir weiter. Ist das geil? Also rechts ist Gas, also jetzt sind wir schon ein bisschen gefahren. Also der, hier macht das Auto ja Spaß, okay? Hier mit Schott abhängen. So, ja, jetzt fahren wir mal hier hoch. Da hoch? Ja, das ist eine kleine Schleife. Das kann man dann wieder langsamer fahren, aber auf der Ebene kannst du dem hier schon die Sporen geben. Mhm. Die 544 PS wollen bewegt werden. Ja, aber ich merke, langsam werde ich warm. Ja, das ist gut. Ich kann jetzt die Zeitung geben. Geht vielleicht schneller. Fahren wir hier rechts drüber. Ja, so langsam wird schon besser hier. Ja, Wasser, da sehe ich es doch.
So, jetzt fahren wir. Dadurch? Ja, natürlich! Ja, ja, aber. Aber gibt allen eine Chance, war tief einen Meter. Aber da macht das schon Spaß. Guck, da ich will wieder einmal bremsen. Ja, ich. Okay, ich verstehe. Aber hey, 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 das ist so eine Sache, das wird ja fast nie thematisiert. Die Bremsleistung von dem Auto auf dem Untergrund. Leute, wir haben hier ein Auto gebaut, das ist ein Sondermodell. Das war einfach mal ein Konzeptfahrzeug, eine Idee. Die Doppelachse hat man für Militärfahrzeuge schon. Haben dann gesagt, okay, 463 drauf, damals 544 PS, den aktuellen AMG damals reingesetzt und gezeigt. Und die Leute, oh, was ist das? Was kann ich hier machen? Nachfrage war Wahnsinn. Das ist die Grundidee. Ja, aber ich merke, dein Fuß ist schon besser. Hier Doppelachse, wenn man das mit dem anderen fährt, macht es hier richtig Schläge. Hier fahren wir mal Wasser langsam, wirklich, okay? Ja. Warte, tief ist schön einfach gucken. Wie tief ist denn das? Weiß ich nicht, ich steige aber nicht aus. Will einer von du euch weißt aussteigen? Nicht, wie tief es ist. Wird sich zeigen. Ja, natürlich wird sich zeigen, wenn du durch die Tüten durchkommt. Ein Meter Hammer. Schätze 60, 70 Zentimeter, dann krieg mal nasse Füße. Wer hat weiße Turnschuhe an? Ah, hinten links. Oh, ein Applaus. Er wusste, dass wir ein G6x1600 weiße Turnschuhe angezogen. Du bist der Allerbeste für heute. Ich alles richtig gemacht. Das geht aber. Klar geht es. Juckt dir nicht die Bohne? Nee. Fahren wir da hoch? Nee, wir fahren mal geradeaus. Schade. So, hast du gesehen? Hier kommt nichts, ist alles gut, okay? Ja, ja, ja. Gut, okay. Wir drehen, ja. Fahren zurück. Ja. Du siehst Fläche hier. Fläche sehe ich. Fläche, gut. Wir drehen um, ne? Wir drehen um. Jetzt fahren wir das Gleiche nochmal und kommen von der anderen Seite. Und vielleicht hättest du die Güte, ja. Dein rechtes Füßchen durchzudrücken. Durchdrücken? Ich möchte viermal vielleicht die Vorderachse in der Luft zählen. So, und jetzt drückst du drauf. Eieieiei! Ja. Alles gut? Das machen wir nochmal. Ey, aber wie viel Federweg ist das vorne? Weiß ich gar nicht. Genug. Aber hast du gemerkt? Natürlich hast du es gemerkt. Aber für euch, du merkst, dass wir relativ viel. Wie viel Fahrzeuggewicht haben wir? 3,8. 3,8 Tonnen. Die fahren auf diese Steigung zu. Die Steigung hat schon einen Winkel gehabt von 35? Ja, so immer. 35 Grad. Dann merkst du, die 3,5 Tonnen wollen da rein. Und dann fängt der Dämpfer an zu komprimieren. Und dann kommt der Reifenluftdruck auch noch. Und dann hebt der sich raus gerade. Und dann macht es. Und du denkst, du hast ein Schiebedach vorne dran. Und guckst wirklich erstmal Richtung Himmel. Und dann federt er das. Und dann denkst du gleich, knallst. Dann macht das so. Ja, das ist auch gut so. Ganz smooth. Geil. Okay. War aber gut? Ja, war gut. War mega Spaß. Ich, wir fahren hier rechts hoch mal. Das betoniert. Versuch's auch mal. Was haben wir hier? Schätze ich 70-75%. Fachmann geben. Hupen musst du nicht. Aber die Sperre drin. Und hier wirklich langsam mal schön nach oben. Sperre vorgewählt. Jetzt braucht das. Hast du gemerkt, wie sie kam, die Klaue? Ja. Schön. Also Geländefahren heißt auch immer langsam vorausschauendes Fahren. Ja, ja. So wenig Gas wie möglich, so viel Gas wie nötig. Hinterachssperre raus. Und rechts runter. Das Ganze hier über das Pedal, den ersten Gang vorwählen, rollen lassen. So. Das ist zu langsam, D2. Ja. Wer testet das Wasser von der Tiefe? Der mit den weißen Turnschuhen. Sehe ich genauso. Das wird auch ein Hammerbild, ne? Wenn der SC so drin steht, Alter. Da hätte ich gerne ein Foto spielen. Fahren wir da raus? Fahren wir da raus. Oder wie du willst. Ich will springen nochmal. Ja, habe ich mir gedacht. Oh, ich könnte mir das auch wirklich. Es macht mega Spaß. Ja, warum soll es denn keinen Spaß machen? Ja, weil man denkt immer so langsam und so. Das ist geil. 80 im Gelände ist schon geil. Jetzt hier hoch? Ja. Na, natürlich. Aber fahren wir hier ein bisschen langsamer an. Warum? Ja, jetzt gibt den Schuss. Jetzt gibt den Schuss. Alles gut. Alles gut. Aber der Blick war wirklich wie in so einem Kampf. Jetzt anzeigen, so alles gut. Alles wir sind noch da. Komm, on, wir leben noch. Alles gut. Okay, aber wir haben es schon ein bisschen besorgt. Der ist schon dreckig. Ja, das soll laut das Ziel sein. Wie geht's denn auf der Rückbank? Verhältnismäßig gut, gell? Das erste Höschen ist voll. Aber sonst. Müssen wir noch Pampers kaufen oder was? Da kommen wir auch durch? Ja, das sind Verschränkungen, aber das ist keine Herausforderung. Aber da möchte ich mal was testen. Ich möchte was gucken. Ich möchte gucken, ob ich die Hinterachse, dass ich sehe, wie das Pendel arbeitet. Ja. Wenn ich nämlich nur das vordere, hintere Rad drauf habe, dann müsste ich ja sehen, dass es als Paar. Dass es als Paar sich bewegt, richtig? Ja, das sollte man. Hast nur eine Sperre drin, oder? Eine, ja. Ja, sieht gut aus. Das siehst du. Philipp, komm mal rüber. Jetzt siehst du Starrachse, Federwege. Genau. Jetzt siehst du nämlich hier, dass die Pakete einzeln sind. Was man auch ganz schön sehen kann, ist hier, dass das die Druckleitungen sind für die variable Luftdruckverstellung. Ne? Genau. Das heißt, ihr könnt während der Fahrt Luft ablassen, um mehr Auflage zu generieren? Da müssen wir schon stehen. Okay. Aber geht komplett runter auf Null, wenn du wirklich im Sand fährst. Null Bar? Null, ja. Daumen Padlock komplett. Daumen begrenzt auf 160. Ja. Sand ist so normal 0,5, wird aber bis 0 gehen und dann wieder anheben. Dafür sind die
oben. Wo sind die Tanks? Wo sind die Kompressoren? Etwas dreckig geworden. Ah, da, ja. Von deiner Fahrerei. Okay, das heißt, wir haben noch mal ein Bindeglied. Klar, das ist eine Situation, die gibt es so. Ah, klar. Das ist technisch gar nicht so einfach gewesen, weil das Differential auf dieser Achse muss ja ein Ausgangssignal, also eine Ausgangswelle haben, um noch mal in die hintere genau zu kommen. Absolut. Das siehst du natürlich, was du jetzt im Gelände den Vorteil, das siehst du natürlich jetzt auch. Das ist 1,10 Meter, die Spur von den zwei. Das ist natürlich schon mal was ganz anderes. Ne? Aber es ist eine tolle Situation, weil guck, man sieht auch den massiven Federweg. Weil ich würde sagen, wir sind vorne schon gut 80% Einfederweg. Absolut. Da ist doch ein bisschen Rest. Ein bisschen. Bounce so im Dämpfer. So wird man auch einen Räderwechsel machen mit dem normalen GM-Gelände. Wenn du keinen Wagenheber hast oder einen sandloser Untergrund, Lochschaufel, Fahrzeug kippt rein, ein Rad ist frei, runter, peng, weg. Ganz kurz. Ja. Jeffy, das Auto wiegt 3,7 Tonnen. Das ist so stets bemüht in der Schule mit dem Oberkörper nach rechts. Okay? Ja. Geh ein bisschen, setz dich rein, genießt es. Wir können schaukeln, ist alles gut. Und ich bin weitaus schwerer als du und ich bin auf der rechten Seite, ist alles gut. Nur links fühlt sich viel schlimmer. Ich vertraue dir jetzt. Ja, aber rechts ist hier bei mir. Rechts-Links-Schwäche-Nähe. Wir können reden, atmen, hallo, ja. Rückbank. Ja. Es ist ja unglaublich. Ich entspanne mich total gerade. Ja. Ich bin richtig entspannt. Und wenn ich deinen Gesichtsausdruck sehe. Das ist ja der klassische Anruf. Mensch, Jungs, ich brauche einen neuen Außenspiegel. Dann fragt er, wieso? Das Auto liegt drauf. Ja, Klassiker. Das ist kein Ding, ne? Wie viel mehr würde denn gehen jetzt? Schon noch. 6 Grad, 7 Grad? Das kommt auch immer, wie schnell du reinfährst. Weißt du, Reifendruck, das alles zusammen, kinetische Energie, Dachlast, macht immer einen Flip. Aber stimmt, Fahrzeughöhe arbeitet gegen uns. Ja, aber hier, breitere Spur durch die Portale, alles gut. Das sind hier, keine Ahnung, gefühlt 27, 28, 29, viele Fortschritte. Ich entspann mich. Ja, das war, aber wir fahren nicht in den Busch. Nee. Gib der Natur eine Chance. Ja. Wer macht den Wagen eigentlich nachher sauber? Der mit den weißen Schuhen, wenn es so weitergeht. Bin ich mir sicher, dass wir bestimmt Fans finden würden, wenn wir sagen, wo das Fahrzeug steht, die sie nachputzen wollen. Ja, bestimmt. Guck mal, zwischen LKW und einem Radlader. Schon wieder ganz großer Sport. Marc? Ja? Ich bin ehrlich beeindruckt. Zutiefst beeindruckt. Wirklich. Mordsauto. Ich habe ja wirklich viel gesehen, habe mir gedacht, das wird so ähnlich fahren wie alle anderen Gs. Ist aber nicht so, ne? Nee, ist was ganz anderes. Ich bin auch positiv beeindruckt von dir. Pilsterberg war gut. Dreckig ist hier schon was anderes, aber deine Fahrkünste mit dem 6x6, gut ab. Ehrlich jetzt? War schon wirklich bärenstark. 100% waren klasse, aber das war natürlich schon mal ein bisschen lebendiger. Und die Drifts haben wir dann ein bisschen besser gemacht und dann war's top. Mehr geht nicht. Aber mein Dortmunder Freund, bist du so weit runtergekommen in den Süden? Ich bin ja nicht nur mit einem Fahrzeug da. Ich habe noch was Besonderes für dich dabei. Okay. Komm, ich zeig's dir. Wilder? Wilder, anders. Geil.